Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich vorneweg ein paar persönliche Worte an meine Vorrednerin und an meinen Vorredner richten. Liebe Ilka von Böselager, liebe Ilka, von den 27 Jahren, die du hier in diesem Parlament erlebt hast, durften wir zusammen 7 gemeinsam durchlaufen. Wir haben im Europaausschuss und im Eine-Welt-Ausschuss auch viel gestritten, viel diskutiert, aber es war immer fair, es war immer menschlich angenehm und es war immer produktiv und wir haben immer auch zusammen dafür gesorgt, am Ende des Tages, dass die MS-Landtag immer einen klaren proeuropäischen Kurs gehalten hat. Und für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, auch im Namen der Fraktion. Viel Glück, toi, toi, toi und gute Gesundheit bei all dem, was du jetzt tust. Und auch dir, lieber Markus Tönz, lieber Kollege, wir haben 12 Jahre warst du hier im Landtag und davon durften wir 7 zusammen gehen. Wir waren in Regierungsverantwortung, haben ja zusammen im Europaausschuss gearbeitet. Wir haben zusammen für Nordrhein-Westfalen im Ausschuss der Regionen in Brüssel und anderswo in Europa viel gestritten und uns stark gemacht. Und auch dir, lieber Markus, ganz, ganz lieben Dank für die tolle Zusammenarbeit. Viel Glück im September bei dem, was du da neu anstrebst. Und selbst bei uns, wir hatten ja eine hohe Hürde. Wir spielen ja in 2 Ligen quasi. Ich, Fortuna Düsseldorf, du, Schalke 04. Und wir haben es geschafft, im Laufe der Jahre auch diesen tiefen Graben zu überwinden durch gemeinsame Besuche von Spielen. Selbst das ist uns gelungen. Und tausend, tausend Dank, wie gesagt, an der Stelle für dein Wirken hier im europäischen Sinne. Viel Glück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Europa möchte ich gerne von einer Begebenheit berichten, die ich persönlich erlebt habe am Tag nach dem Referendum in Großbritannien. Das Referendum, das wissen wir alle, ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte, wie wir uns das gewünscht hätten. Und als mich Freunde und Bekannte im Vorfeld gefragt haben, vor dieser Entscheidung in Großbritannien, sag mal, wie schätzt du das ein, wie geht das aus, habe ich immer allen gesagt, also ich glaube ganz ernsthaft, wenn es hart auf hart kommt, werden die Briten einfach klare Kante zeigen und sie werden mehrheitlich sich für Europa entscheiden. Sie haben es nicht getan. Ich war, als ich das Ergebnis habe, bis morgens im Fernsehen gesehen, echt überrascht und auch wirklich geschockt. Und am nächsten Tag war es mir dann möglich, als ich nach dem Arbeitstag nach Hause kam, zu Hause im Fernsehprogramm ein bisschen rumzuseppen und ein bisschen zu ergründen, warum ist das eigentlich passiert. Man muss ja fairerweise sagen, es waren England und Wales, Schottland und Nordirland haben ja und auch London proeuropäisch gestimmt. Und als ich durch die Fernsehkanäle mich gesäppt habe, da habe ich eine Sequenz gesehen, die ich bemerkenswert fand. Es war nämlich eine Sequenz, wo ein Reporter, ich meine es war BBC, ich weiß es nicht mehr genau, wo ein Reporter durch London gelaufen ist und wahllos Menschen befragt hat, jetzt sagen Sie mal, die Entscheidung ist gefallen, was sagen Sie denn persönlich dazu? Und da gab es diese Situation, wo er auf eine Gruppe von Menschen zugegangen ist, die an der Fußgängerampel standen, hat von hinten jemanden angetippt, war ein Mann um die 40 und hat gesagt, naja, was sagen Sie denn jetzt dazu? Und dann hat dieser Mann sich umgedreht und ohne nachzudenken folgenden Satz ins Mikrofon gesprochen. Er sagte nämlich, look, you can destroy in a day what took a whole generation to build. Und ich fand es so bemerkenswert, weil er einerseits für mich das, was da wirklich passiert ist, gut auf den Punkt brachte. Aber weil er vor allen Dingen auch Mahnung für mich ist, nämlich Mahnung, Leute, guckt es euch an, eine Wahl, eine Entscheidung, so schnell könnt ihr das kaputt machen, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und vor allen Dingen, weil es für mich unglaubliche Motivation war, am Ende des Tages nämlich zu sagen, und genau das möchte ich hier nicht erleben. Ich möchte nicht in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland irgendwann stehen und den Leuten erklären müssen, warum wir aus der Europäischen Union ausgetreten sind, weil ich der festen Überzeugung bin, der absolut festen Überzeugung, dass unsere Zukunft, wir in Nordrhein-Westfalen, wir nur positiv gestalten können, um den Frieden hier zu erhalten, auf diesem Kontinent zu erhalten, um den Wohlstand hier zu erhalten und um die Freiheit hier zu sichern, dass wir diese Zukunft unter diesen Koordinaten nur positiv gestalten können, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn und nicht im Alleingang.
1989 sind viele Zehntausende Menschen in Deutschland, in diesem Land, auf die Straßen gegangen, haben friedlich demonstriert und haben dafür gesorgt, mit ihren Demonstrationen, dass Mauern eingerissen wurden. Heute erleben wir wieder, dass Zehntausende auf die Straße gehen. Meine Vorredner haben es gesagt, wie bei Pulse of Europe zum Beispiel oder beim March of Rome, anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Europäischen Union. 1989 haben wir gerufen, haben die Menschen in diesem Land gerufen, wir sind das Volk. Und ich hoffe, viele von Ihnen in den nächsten Tagen werden gemeinsam auch bei Pulse of Europe auf der Straße stehen. Und ich hoffe, dass dieses Haus auch gemeinsam ausrufen wird, wir sind Europa. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP-Fraktion hat das Wort nun Herr Dr. Wolf.